Ja, der Tag war lang, aber sehr gut. Vorstandssitzung, Sitzung, Kuratorium waren deswegen wichtig für uns, weil die Strategie, die Agenda 2021 bestätigt wurde, für gut befunden wurde und wir ganz gezielt nach vorne gehen können. Und insofern war die Mitgliederversammlung heute noch eine wichtige Standortbestimmung. Wie sehen das eigentlich die Mitglieder der Raiffeisengesellschaft? Und dort haben wir intensiv heute in der Sache gesprochen, unsere Arbeit vorgestellt, die Pläne vorgestellt und das wurde sehr positiv aufgenommen. Vielen Dank. Thomas Mende. Naja, und tatsächlich, wir waren voll in der Mitgliederversammlung. Also die ADG, wo wir unsere Mitgliederversammlung abhalten durften, hat uns ein Limit von 50 Personen gesetzt und wir waren wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt, mit entsprechendem und gebotenem Abstand natürlich, mit Maske, das Hygienekonzept ist eingehalten, aber auch das zeigt das Interesse eben an der Arbeit unserer Gesellschaft. Und ich durfte den aktuellen Mitgliederstand verkünden. Und per heute, es ist tatsächlich heute auch noch ein neues Mitglied dazugekommen, wird die Gesellschaft von 400 neuen Mitgliedern getragen. Ein toller Mitgliederwachstum, den wir da in den letzten Jahren vorweisen können. Ja, das Paket ist ein umfangreiches. Die Agenda selbst, die setzt sich zusammen aus den Themen Forschung und Wissenschaft, Einbindung junger Leute, Ausbau des genossenschaftlichen Netzwerkes. Und ein zentrales Thema dabei für mich derzeit ist das Thema Ausbau des genossenschaftlichen Netzwerkes, die Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Schulze-Dillitz-Gesellschaft, die hervorragend angelaufen ist an dieser Stelle. Wir durften auch berichten über die Arbeit, gerade was wir in Richtung junge Menschen machen. Da ist einmal das Raiffeisen-Camp zu nennen, was wir eigentlich für dieses Jahr geplant hatten, Corona-bedingt dann genau exakt um ein Jahr auf den August 2021 gelegt haben, wo wir junge Menschen aus Genossenschaften hier in den Westerwald, nach Montabaur und nach Frankfurt bringen möchten. Ein Wochenende rund um die Genossenschaftsidee mit interessanten Workshops, geselligen Beisammensein und als Schmankerl Besichtigung der DZ-Bank, der Raiffeisenstätten in Hamm, Flammersfeld, Weierbusch und zum Schluss dann noch eine Stadtführung in Frankfurt, wo wir uns schon sehr darauf freuen. Ausgehend von dem Raiffeisenjahr 2018, in dem wir einen Geburtstag gefeiert haben, geht es um nach vorne zu arbeiten. Es geht darum, auch zu kooperieren und da ist für mich die Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Schulze-Dillitz-Gesellschaft ganz fundamental. Wir haben da sehr positiv begonnen, wir haben dieses Jahr das zweite Wartburg-Treffen und werden dort vorbereiten, eine gemeinsame Konferenz im nächsten Jahr. Und insofern ist das für mich das Herzensanliegen derzeit, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Ich darf mich im Vorstand um das Thema Digitalisierung kümmern. Das ist insbesondere, sind das die drei Bausteine Newsletter der Gesellschaft, Social Media Kanäle und das Thema Website. Bei allen drei Bausteinen sind wir im letzten Jahr deutliche Schritte weitergekommen. Unser Newsletter ist mittlerweile etabliert. Wir haben 4 Ausgaben im Jahr. Der nächste wird jetzt im September erscheinen und auch die Mitgliederversammlung zum Inhalt haben. Social Media machen wir nahezu täglich. Posts bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und YouTube. Wir haben hier Reichweiten, teilweise mehrere tausend Ansichten pro Post, also das läuft wirklich gut. Und beim Thema Website sind wir auch ein Stück weitergekommen, indem wir hier einen Social Media Newsroom integriert haben. Es lohnt sich, auf der Website vorbeizuschauen. Hier werden Sie immer über die aktuellen Themen der Gesellschaft informiert. Ich habe zu danken meinen Vorstandskollegen, der Vorstandskollegin dafür, dass sie gemeinsam im Team diesen Verein nach vorne bringen, gemeinsam im Sinne von Raiffeisen auf moderne Themen reflektieren. Dafür habe ich zu danken. Und zu danken auch den zahlreichen Mitgliedern, die heute in diesem Corona-Umfeld hier waren. Das war nicht zu erwarten gewesen. Es war nicht zu erwarten gewesen, dass so viele Menschen hier waren. Und Dankeschön auch an all die anderen, die uns in den sozialen Medien, im Internet tagtäglich Ermutigung geben. Großartig. Heute kamen auch noch Anmeldungen zum Mitgliederworkshop. Also man sieht wirklich, das Interesse aus den Reihen der Mitglieder ist da. Da freuen wir uns sehr drauf. Und auch darüber, über den Tag, über die Inhalte, werden wir dann über die verschiedensten Kanäle berichten. Ja, es war nicht zu erwarten, dass der Vorstandsvorsitzende der RNV-Versicherung, Herr Dr. Rollinger, hier war. Und dass er sich in der Tat die Zeit nahm, dass er dabei war und dass wir hinterher noch viel diskutiert haben.
Es war auch nicht zu erwarten, dass ein Bundestagsabgeordneter, Herr Erwin Rüttel, hier war. Mit ihm haben wir noch viel diskutiert. Und Landtagsabgeordnete waren auch noch da. Es war wirklich sehr gut besucht. Ja, und besonders toll natürlich auch unser Freund, den wir im Raiffeisenjahr halt eben auch kennengelernt haben und der die genossenschaftliche Idee verbreitet hat. Manuel Andrack war auch hier und mit ihm freuen wir uns dann halt eben auch auf weitere Aktivitäten der Gesellschaft. Am Ende eines Tages.